Vögel Mitteleuropas, eine Auswahl mit ihren Stimmen und auch als Quiz nutzbar. Zunächst Teil 1a, Haus, Garten, Kulturfolger von Dr. Hans-Jürgen Alexi. Zum Prolog. Auch unsere Vögel sind ein Stück Heimat für Deutschland und Mitteleuropa. Sie geben uns Freude und sind uns Auftrag, denn je mehr man kennt, desto mehr sieht man auch. Und je mehr man sieht, desto mehr liebt man auch. Je mehr man liebt, desto mehr schützt man. Ich habe den gesamten Vortrag gegliedert in verschiedene Abschnitte, damit er etwas übersichtlicher wird, und zwar in die Teile Haus, Garten, Kulturfolger mit zwei Abschnitten, sowie Feld, Wald und Wiese mit zwei Teilen und dann die Wasservögel an Küste und See. Und unsere Greifvögel und Eulen. Innerhalb der Abschnitte sind die Vogelarten alphabetisch gegliedert, bis auf Ausnahmen von zusammengehörigen Arten. Man kann die Vögel Mitteleuropas in ihren Bildern und Stimmen auch einfach so genießen. Man kann den Vortrag aber auch als Quiz benutzen, zum Testen und zur Erweiterung des eigenen Wissens. Zunächst werden immer die Vogelbilder gezeigt und nach 2 Sekunden ertönt automatisch, ohne weiteres Anklicken, ihre Stimme, ihr Ruf oder Gesang. Dann kann eine kurze Zeit des Nachdenkens oder Rätselratens folgen und nach weiteren 3 bis 5 Sekunden erfolgt wieder, ohne erneutes Anklicken, der Name des Vogels in Einblendung und kurz angesprochen. Viel Spaß dabei für die Jüngeren, aber auch für die Älteren, Dr. Hans-Jürgen Alexi. Das Inhaltsverzeichnis soll dienen der Dokumentation und dem Nachlesen oder Nachschlagen. Die Vogelarten sind weitgehend alphabetisch gegliedert. Der erste Abschnitt Haus, Garten, Kulturfolger ist in 2 Teile geteilt und beginnt bei Amsel und Bergfink und endet bei Kleiber und Mauersegler. Der zweite Abschnitt beginnt bei den Meisen und endet bei den Zeisigen und dem Zilpzalp. Unsere Amsel, hier dick aufgeplustert im Winter, war vor 150 Jahren noch ein scheuer Waldvogel, jetzt ist sie Schwarzdrossel, unser Kulturfolger. Ein schönes Porträt mit dem goldenen Augenring und dem starken Schnabel wie alle Drosseln. Auch dafür benutzen sie den starken Schnabel. An einem bestimmten Ort in der Drosselschmiede werden die Häuser von Schnecken aufgemeißelt und der Inhalt verzehrt. Der Bergfink ist der Bruder unseres heimischen Buchfinken und ähnelt ihm sehr in Gefieder und Verhalten. Er kommt allerdings nur in strengen Wintern zu uns als Gast über die Winterzeit aus dem hohen Norden. Bergfinken sind gesellig und kommen manchmal, aber selten, in riesigen Schwärmen in kalten Wintern zu uns. Unser Buchfink mit seinem schönen Gefieder fällt uns im zeitigen Frühjahr auf mit seinem schmetternden Gesang und einem kurzen, quetschenden Endlaut. Häufig sind die Weibchen der Singvögel weniger prächtig gefärbt als die Männchen. Der evolutionäre Sinn liegt wahrscheinlich darin, dass sie überwiegend das Brüten bewerkstelligen und sich mehr am Nest aufhalten und dadurch Feinde weniger angelockt werden sollen. Das unscheinbare Gefieder betrifft übrigens auch die Jungvögel. Der Hämpfling oder auch Bluthämpfling in seiner schönen Färbung ist ebenfalls ein kleiner Finkenvogel, der sich in der Umgebung des Menschen durchaus wohlfühlt. Wenn im Frühling ein Spatz besonders schön singt, dann ist das unsere Heckenbraunelle mit dem schiefergrauen Kopf und dem spitzen Insektenfresserschnabel.
Unsere Dohlen gehören zu den Rabenvögeln. Untersuchungen haben ergeben, dass sie zu den klügsten Vögeln überhaupt gehören. Zum Nestbau wird eben weiche Wolle gerne verwendet, hier auch von einem sehr geduldigen Schaf. Dohlen sind nicht nur gelehrige Tiere in verschiedenen Tests, sie sind auch sozial und brüten in lockeren Kolonien, was ihren Bruterfolg erhöht. Das Männchen des Dumpfhafs oder Gimpels ist nicht zu verwechseln mit seiner knallroten Brust. Auch der Dumpfhaff ist ein Finkenvogel. Der große Schnabel zeigt seine Nahrung an, die Funktion als Körnerfresserschnabel. Manche älteren Ehepaare, in der Vogelwelt natürlich, drehen sich den Rücken zu und wissen schon im Voraus, was der andere zu sagen hat. Jeder kennt sie, unsere schön schwarz-weiß gefärbte Elster mit ihrem schackernden Ruf. Sie ist ebenfalls ein Rabenvogel und gedeiht gut in der Umgebung des Menschen. Der hübsch gefärbte Vogel hat nicht nur seine Lichtseiten, sondern auch seine Schattenseiten. Er ernährt sich neben Körnern und Beeren und Mäusen im Frühjahr leider auch von der Brut und den Gelegen anderer Singvögel. Das Nest der Elster selber ist eine richtige Festung. Ein großes, festes Kugelnest, oft auch mit Dornen versehen, zum Schutz gegen Greifvögel und Eulen. Es hat sogar ein Dach und einen versteckten seitlichen Eingang. Der Girlitz ist unsere kleinste Finkenart. Er ist genetisch mit den Zeisigen verwandt. Die Männchen weisen dieses deutliche gelbgrüne Gefieder auf, die Weibchen sind etwas schwächer gefärbt. Im Frühjahr hören wir von den Männchen von hohen Singwarten aus dieses lange, trillernde Lied, was auch namensgebend wurde. Unser Girlitz ist eng verwandt mit dem Kanaren-Girlitz, eine Vogelart, die auf den Kanarischen Inseln lebte und nach der spanischen Eroberung ab dem 16. Jahrhundert als Ziervogel nach Europa importiert wurde. Sie wurde die Stammform des Kanarienvogels. Dieser wurde geschätzt als Ziervogel wegen seines guten Hörvermögens, seiner Lernfähigkeit und seiner schönen Lieder. Der Grünfink oder Grünling ist ein bei uns ziemlich häufiger Finkenvogel, der größer ist und durch seinen trillernden Gesang auffällt mit einem gequetschten Endlaut. Die Engländer nennen das Tearing the Silk, Zerreißen der Seide am Schluss. Ein schönes Porträt eines Grünfinken. So sieht kein Insektenfresser aus. Der kräftige Schnabel ist der Körnerfresserschnabel der Finken. Noch ein Beispiel für Geschlechtsdimorphismus, allerdings in leichter Form. Sie beide ähneln sich, aber die Weibchen der Grünfinken sind schwächer gefärbt, unauffälliger und damit weniger gefährdet. Unser Grünspecht ist eine schöne und imposante Erscheinung, leider ist er selten. Er ist einer der beiden Bodenspechte, neben dem etwas kleineren und noch selteneren Grauspecht. Seine Stimme wird mit einem lauten und abfallenden Glück, 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 Glück übersetzt. Hier ein Weibchen des Grünspechtes auf der Ameisenjagd. Grünspechte sind häufig am Boden zu finden. Grünspechte sind sehr spezialisiert auf die Jagd nach Ameisen mit ihrer klebrigen Zunge und mit der scharfen Spitze können sie auch deren Puppen aufspießen. Das hat Nachteile in strengen Wintern, wenn die Ameisenhaufen gefroren sind. Grünspechte versuchen dann, diese aufzumeißeln.
Auf unsere Kleiber oder Spechtmeisen werden wir im zeitigen Frühjahr aufmerksam durch ihren trillenden Ruf in den noch kahlen Wäldern. Die Bezeichnung Spechtmeise ist sehr zutreffend, da sie neben der Gestalt wie eine Meise auch diesen kräftigen, spechtartigen Schnabel besitzen, mit denen sie viel arbeiten. Bei diesem schönen Porträt eines Kleibers ist der kräftige kleine Spechtschnabel gut zu sehen. Die Kleiber übernehmen Höhlen von der Natur oder von anderen Höhlenbrütern und verkleben den Eingang so mit feuchtem Lehm, dass er nur noch für sie durchgängig ist. Damit sind sie geschützt vor Nesträubern und vor größeren Höhlenbrütern, die ihnen sonst die Höhle streitig machen. Das wunderschöne Flugbild eines Kleibers. Kleiber besitzen keinen Stützschwanz wie die Spechte und benötigen auch keinen solchen. Ihre Füße sind stark und sie turnen kopfüber, kopfunter an den Stämmen und Zweigen herum. Hermann Löns nennt ihn den Vogel Bub, den Mauersegler, der ab Mai nur für 3 Monate bei uns ist, aber mit großer Hektik und gewagten Flugmanövern und schnellem Tempo um die künstlichen Felsen, das sind unsere Häuser, herum jagt nach Insekten. Früher hieß es, ein Mauersegler am Boden kommt nicht mehr hoch. Es stimmt, dass die Füßchen verkümmert sind und mehr zum Festkrallen und Festhalten geeignet, und dass sie sich ganz der Luft verschrieben haben als wendige Flieger. Aber sie kommen vom Boden hoch. Zwar mühselig, aber sie kriegen Luft unter die Flügel. Zum Schluss Hinweise auf die Herkunft der Bilder, der Audiodateien und der Videos. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Freude an den Bildern hatten und einen Gewinn von den Texten. Vielleicht konnten Sie Ihr Wissen über die Vögel Mitteleuropas etwas vertiefen. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Ich verweise auf die übrigen 5 Teile.